diesem Anlass gibt es natürlich vom Chorverband keine besondere Ehrung, weil euer Verein ja inzwischen 117 Jahre besteht und die Zeta-Plakette, die habt ihr vor 17 Jahren bekommen. Also in 8 Jahren wäre wieder was fällig. Aber gleichwohl hat mir Wolfgang Schröfel auch aufgetragen, der heute in Duderstadt weilt und den wir gestern dort auch schon getroffen haben, euch die herzlichsten Glückwünsche zu eurem Jubiläum zu überbringen. Desgleichen meine Bezirksvorsitzende vom Chorverband Hannover-Schaumburg, die kriegen Geschenk, ist glaube ich 8 Wochen mit ihrem Wohnmobil unterwegs, irgendwann wird sie wieder erscheinen und dann heißt es, Willem, mach mal. Und Willem, mach. Also, alles Gute für den heutigen Tag, viel Freude am Silbersingen, liebe Gäste, die Sie alle aus nah und fern gekommen sind. Ich weiß auch nicht, wer der Überraschungschor nachher ist, aber ich weiß noch eins. Es gibt hier einen, der ist mit 14 Jahren zum Singen von seinem Vater mitgenommen worden. Damals der Jung Siegfried, fing im Jungchor an, hat dort 8 Jahre, glaube ich, gesungen, dann kam eine kurze Unterbrechung. Ja, und 1972, als dann hier die Chorgemeinschaft gegründet wurde, da war er der erste Schriftführer des Vereins. 2 Jahre später, glaube ich, ist er dann der erste Vorsitzende geworden. Das hat er, glaube ich, so 6 Jahre insgesamt dann durchgehalten. Dann war er wieder Liedervater und Schriftführer und dann nochmal 10 Jahre Vorsitzender. In diese Zeit fiel dann auch die Eintragung ins Vereinsregister. Und er war der erste geschäftsführende Vorstand von Fidelia Ebesor. Lieber Siegfried, würdest du bitte mal kurz nach vorne kommen? Ich habe da etwas für dich mitgebracht. Siegfried Bolte hat 40 Jahre aktive Vorstandsarbeit hinter sich. Und aus diesem Grunde bekommt er eine Ehrenurkunde des Niedersächsischen Chorverbandes. Ich verlese sie mal. Siegfried Bolte, Chorgemeinschaft Fidelia Ebesdorf. Wir danken Ihnen für 40 Jahre engagierte Vorstandstätigkeit und wünschen weiterhin viel Freude am Chorgesang. Das Präsidium Wolfgang Schröfel, Präsident Hannover, im Juli 2012. Siegfried, herzlichen Glückwunsch. Moment, einen Moment. Du kannst gleich das Mikrofon haben, aber